Voraussichtlich Mitte November wird mit den Sanierungsarbeiten am Bernsdorfer Schmelzteich begonnen. Das Wasser ist bereits abgelassen und die Fische herausgenommen worden. In einem ersten Schritt wird ein neuer Ablauf gebaut und später der nicht ganz unproblematische Schlamm des Gewässers in Spezialtextilien verpackt. Diese sogenannten Geotubes sollen im Anschluss an der Uferböschung zur Straße des 8. Mai sowie an der Insel des Teiches verbaut werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 200.000 Euro.